Ohne diese Kraftpakete wäre Skiurlaub in den Bergen so gut wie unmöglich. Sie bauen Seilbahnen, schleppen Schneekanonen und retten Menschen. Sie sind die Helden der Lüfte, Akrobaten zwischen Gipfel und Tal. Täglich transportieren die Helikopter Tonnen an Material in bis zu 3000 Metern. Sie versorgen Hütten mit Essen, Arbeiter mit Baumaterial und sägen den Weg frei. Mit über 4000 PS schaufeln sich einige Typen in die Lüfte und balancieren dabei wie auf einem Drahtseil. Jeder Einsatz ist eine neue Herausforderung und jeder Einsatz fordert Mensch und Maschine alles ab. Und von hier in Ludesch in Vorarlberg starten die Hubschrauber zu ihren Einsätzen. Es ist früh am Morgen, als Bernhard Höglinger den Hangar betritt und seinen Hubschrauber, den Airbus H-125, inspektiert. Vor jedem Start checken die Piloten die wichtigsten Bauteile und Funktionen. Letztlich trägt er die alleinige Verantwortung, sobald sich der Heli in der Luft befindet. Es wird die Maschinen grundsätzlich sein, bei uns zwischen 5 und 7 Tage die Woche eigentlich im Einsatz. Das heißt, die Maschine, wenn sie am Abend zurückkommt, wird von dem Pilot, der was geflogen ist, drauf einmal komplett technisch durchgecheckt, einen sogenannten Daily-Check. Wenn ich in der Früh komme, dann gibt es einen Pre-Flight-Check, einfach eine Vorflugkontrolle, wo einmal die ganzen unterschiedlichen Getriebedecks, Engine-Decks durchgeschaut werden, Ölstände kontrolliert werden, offensichtlich oder einmal rund um die Maschine gegangen werden, um zu schauen, ob sie in irgendeiner Art und Weise offensichtlich was gerissen ist, Ölaustritt ist, einfach einmal ein Walkaround um die Maschine, um zu schauen, ob das Ganze so ist, wie man es sich vorstellt, so wie man es kennt. Und am Abend nach der Arbeit, wenn man zurückkommt, gibt es eine große technische Kontrolle, einmal die gesamte Maschine durchschauen, wie es beschrieben ist bei uns in die Flugkampagne. Trotz der Routine bleibt bei dem Piloten immer eine kleine Anspannung vor dem Start. Und das ist auch gut so. Und jeder von ihnen hat sein ganz persönliches Ritual, bis er die Triebwerke anwirft und die Rotoren in Schwung bringt. Wenn alles eigentlich Standard ist, dann kommt man in der Früh in die Arbeit, macht seine Maschine, man hat meistens so ungefähr eine Stunde Vorlaufzeit, einfach, dass man dann nochmal kurz seine 20 Minuten mit der Crew hat, einen Kaffee trinkt, das Ganze nochmal wegen runterkommen und dann geht man fliegen. Für ihn ist auch ein Kindheitstraum wahr geworden. Schon als kleiner Junge wollte er unbedingt Pilot werden. Ja, und jetzt sitzt er selbst im Cockpit und ist Teil von Heli Alpine und fliegt diesen Hubschrauber. Wir befinden uns jetzt da in einer AS350 Ecorail, ist eine 3B+, das heißt, so wie bei VW Golf gibt es unterschiedliche Varianten davon. In das ist jetzt mit eine Plus mit einem 2B1 Triebwerk. Ist ein Single-Engine-Hubschrauber, das heißt, wird von einem Triebwerk betrieben, nicht von zwei, wie man es zum Beispiel kennt von Rettungshubschraubern, sondern ist ein Single-Engine-Hubschrauber und ist ein leichter Mehrzweckhubschrauber, was im österreichischen Raum oder eigentlich im mitteleuropäischen Raum hauptsächlich für die unterschiedlichsten Einsätze verwendet wird. Wir in Österreich verwenden hauptsächlich für Außenlastflüge. Es ist soweit. Der Heli ist startklar. Heute fliegt er in das Brandner Tal, in dem ein Wasserwerk Testbohrungen für neue Leitungen durchführt. Gerät, Material und Baucrew müssen ständig zu neuen Einsatzorten geflogen und versetzt werden. Mit 750 PS am Rotor hebt der Pilot mit seinem Flughelfer ab. Er unterstützt ihn bei allen Flugmanövern und Abläufen. Die Wettervoraussetzungen sind an diesem Tag ideal. Hauptelement auf das, was wir heute Augenmerk legen, ist definitiv ich als Pilot die Temperatur. Ich schätze mal, dass wir in einer Temperatur, in einer Höhe von den 2300 Meter, wo wir jetzt dann hin transportieren werden, auf Standard, also was normalerweise die Maschine ausgelegt, diese Temperaturdifferenz von ungefähr 15 Grad haben wir. Das heißt, die Maschine heute wird einfach von der Temperatur her an ihre Leistungsgrenze kommen. Und in dem Bereich, wo wir uns jetzt gerade bewegen, das Ganze, wo wir jetzt einfliegen, ist gerade das Brandnertal. Und das ist, nennen wir es berüchtigt für die Föhnsituation. Das heißt, in diesem Tal herrscht, da ist relativ viel Wind meistens vorherrscht. Man spürt ihn schon ganz langsam, bis wieder Wind zum Angreifen anfängt. Und in dem ganzen Bereich, wo sich wir bewegen, sind wir sehr oft in einer Luftsituation, also Aufwindsituation, in einer Leesituation, in Windrotoren. Und das ist einfach etwas, wo wir situationsbedingt
die die einzelnen Plätze jetzt dann anschauen werden und werden kurzfristig und vor Ort entscheiden, was heute alles genau machbar ist und was nicht. Die Piloten müssen sich ständig auf neue Wetterbedingungen einstellen. Gerade im hochalpinen Bereich kann sich die Situation binnen Minuten ändern und der Pilot muss sofort reagieren. Zudem muss er sich auf den Zeitplan einstellen. Das Timing und die Abstimmung mit der Bodencrew ist enorm wichtig, denn gerade hier kostet Zeit sehr viel Geld. Rund 170 Liter Sprit verbraucht der H-125 in der Stunde. Dieses Modell ist so etwas wie der Golf unter den Helikoptern. Vielseitig einsetzbar, wendig und daher auch in engen Situationen gut manövrierbar. Wie seine Kollegen fliegt auch Bernhard Höglinger unterschiedliche Maschinentypen und muss sich daher immer wieder an das jeweilige Flugverhalten gewöhnen. Unsere Wettervorbereitung hat sehr viel mit auszuschauen und schauen, ob Nebel, Wolken oder Regen herrscht. Weil wenn wir fliegen, dann müssen wir sehen, was wir machen. Das heißt, Einflug in Wolken, Einflug in sehr schlechte Sicht ist einfach ein No-Go, weil es für uns nicht möglich ist, ansonsten den Hubschrauber zu steuern. An Tagen wie heute sind mehrere Helis im Einsatz, um in kürzester Zeit Baumaterial und Arbeiter umzusetzen. Auch die Bell 205 schraubt sich in die Lüfte und wird unter den Piloten auch Teppichklopfer genannt. Warum, hört man hier. Das sogenannte Teppichklopfen entsteht durch die zwei Rotoren. Moderne Maschinen heben inzwischen mit 3 oder 4 Rotorblätter ab. Die Bell braucht durch ihre Bauart und ihre enorme Leistung von 1800 PS nur 2 Blätter. Mit denen kann sie je nach Wind und Höhe über 1,5 Tonnen Außenlast fliegen. Der Allzweckhubschrauber wurde von den Amerikanern ursprünglich für militärische Einsätze gebaut, um Truppen und Gerät schnell an die Front zu bringen. Über die Jahrzehnte wurden unterschiedliche Zivilvarianten konstruiert, die sich durch ihre einfache und hauptsächlich analoge Bauart als sehr robust erweisen. Walter Seifert ist einer der erfahrensten Piloten im Team und steuert den Dino schon tausende von Stunden. Für ihn ist das Fliegen der Bell mit Fahren ohne Servolenkung vergleichbar. Bei dem Hubschrauber handelt es sich um eine Bell 205 aus Amerika. Spitzname ist Huey, der klassische Kriegshubschrauber, wenn man so will. Man kennt ihn auch als Teppichklopfer bei uns, weil er wirklich klopft wie immer Teppichklopfer. Tragfähigkeit zugelassen ist er bis 2 Tonnen. Und bei uns im Gebirge sind so 1500, 1600 Kilo realistisch mit dem Gerät. Es ist ein Zweiblattsystem, unterscheidet sich vom Dreiblattsystem vom Flugverhalten her. Relativ wenig Elektronik, vergleichsweise kein Autopilot und so weiter. Bringt das Ganze dem Fliegen immer noch näher als wir nur ein Computerspiel. Und ja, gefordert ist halt einfach ein gewisses Hinterteilgefühl noch dafür. Und ja, sehr interessant zu fliegen. Nach dem Einsatz werden die Hubschrauber sofort gereinigt. Vor allem an heißen Sommertagen, wenn die Rotorblätter reichlich Staub, Dreck und kleinste Steine aufwirbeln. Danach folgt ein weiterer Check und dafür wird der Teppichklopfer mit vereinten Kräften in den Hangar geschoben. Die Anschaffungspreise dieser Hightech-Geräte sind enorm. Insofern hat deren Pflege höchste Priorität. Kollege Bernhard Höglinger ist noch im Einsatz und fliegt die letzten Bohrgestänge an ihren Platz. Wichtig dabei ist immer die direkte Kommunikation mit den Flughelfern. Dafür, dass es eigentlich bis zu einem gewissen Punkt mit der Kamera zwei Maschinen, unterschiedlichste Punkte, ein Landeplatz, ist brutal gut gegangen. Aber allein die Einspielerei zwischen den zwei Maschinen, die Aufteilung der einzelnen Lasten, wer wann wohin, wer nimmt was zurück, wer bringt was, Lastenaufteilung für die B3, für die Bell, also war, ja, tipptopp, muss man ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich schöner, könnte es nicht laufen.
Nach 5 Stunden in der Luft hat auch er seinen Einsatz zwischen den Gipfeln erfolgreich beendet und schraubt sich in Richtung Headquarter zurück. Ruhig fliegt er das Flugfeld an und die Anspannung fällt langsam von ihm ab. Er und sein Flughelfer haben binnen Stunden mehrere Tonnen Material auf über 2000 Metern punktgenau abgesetzt. Während die Piloten Feierabend machen, untersuchen die Mechaniker das Fluggerät. Morgen wartet ein neuer Tag mit neuen Einsätzen und Herausforderungen. In Ludesch werden die fliegenden Alleskönner zudem gewartet und jeden Tag gecheckt. Die Maschinen sind im Einsatz enormen Kräften und Belastungen ausgesetzt, sodass die Arbeit dieser Männer äußerste Priorität hat. In festgelegten Intervallen werden große und kleine Inspektionen durchgeführt und dabei im wahrsten Sinne jede Schraube, jeder Draht und jede Leitung unter die Lupe genommen. Die Technik ist derart komplex, dass die Ausbildung dieser Spezialisten intensiv und umfassend ist. Einer von ihnen ist Mechaniker. Er fliegt die Maschinen zwar nicht, muss aber die Funktionen bis ins Detail beherrschen. Wir schalten jetzt mal die Batterie ein, um den Computer und den FADEC zu überprüfen. Der macht jetzt einen Self-Test, fährt jetzt hoch. Wir bekommen verschiedenste Anzeigen und es kommen dann die Anzeigen her, genau. Temperaturen. Somit ist der Self-Test jetzt durchgeführt. Das GPS fährt hoch. Jetzt fahren wir die Avionikanlage hoch. Überprüfen in diesem Zuge mit dem Außencheck hier alle Lichter, Anti-Collision Light und Position Lights. Er hat mit seinem Beruf seine Passion gefunden. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Die Vielfältigkeit insofern, dass dieser Job nicht alltäglich ist und man jeden Tag neuere Herausforderungen hat. Nur wenn die Helis in der Luft sind, verdienen sie Geld. Das ist in der Luftfahrt die ökonomische Prämisse. Insofern haben die Mechaniker bestimmte Zeitfenster, in denen sie ihre Checks durchführen müssen. Das ist wie beim Auto, bei den Reifen. Natürlich alles, was beansprucht wird, zum Beispiel die Turbine, Hauptrotorblätter. Aber sicher, weil ich es mit dem Auto verglichen habe, kann man sich vorstellen, wie beim Autoreifen, so auch die Hauptrotorblätter, dementsprechende Erosion durch Luft, durch Dreck in der Luft. Und es sind schon Bauteile, die sehr stark beansprucht werden. Damit die Hubschrauber wieder pünktlich abheben können, muss jeder Handgriff sitzen. Die Abläufe sind streng reglementiert und jeder Handgriff wird später auch penibel kontrolliert. Also wir führen hier jetzt sind hier an der EC-135 zum Beispiel eine 100-Stunden-Kontrolle durch, wo der Hubschrauber wirklich auf Herz und Nieren kontrolliert wird, vom Hauptrotorblatt angefangen bis zur Turbine. Und hier werden jetzt dann gerade visuelle Inspektionen gemacht. Man sucht Risse, man sucht Fatigefehler. Alles, was irgendwie nicht zum Hubschrauber dazugehört und dass der Hubschrauber sogenannt in einem airworthy condition ist, in flugfähigen Zustand. Und dafür legen sie fast jedes Teil auseinander und bauen den Heli praktisch wieder komplett zusammen. So können sie versteckte Mängel entdecken. Durch auffliegende Steine, auch durch fliegende Plastiksäcke, die sich in Steuerelementen verfangen könnten. Und Steine und was aber auch nicht unbeachtlich ist, ist die Erosion von Luft auf der Titankante. In Verbindung mit Staub in der Luft entsteht ein Schmirgeleffekt. Um eventuelle Risse an der Blattwurzel, am ganzen Blatt bzw. an der Blattspitze zu detektieren, braucht es ein sehr, sehr gutes Licht. Natürlich auch gute Augen. Und jetzt werden wir eine visuelle Inspektion am Heckrotorblatt auf Haarrisse, Lackausbrüche und Beschädigungen vorführen. Trotz der täglichen Arbeit darf sich keine Routine und Nachlässigkeit einschleichen.
Wenn hier ein Fehler übersehen wird, könnte das fatale Folgen haben. Damit müssen die Männer leben. Natürlich reflektieren wir. Ganz klar, wenn ich den Hubschrauber verlasse, gehe ich vom Hubschrauber und weiß, dass das sitzt, was ich gemacht habe. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn ich mir am Abend fragen würde, habe ich jetzt diese Schraube angezogen oder nicht, würde ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht im richtigen Job. Mit diesem Druck müssen die Mechaniker umzugehen lernen. Nur bestimmte Charaktere sind in der Lage, diese akribischen Arbeiten durchzuführen. Jeder von ihnen ist hochspezialisiert und muss unterschiedliche Hubschrauber, deren Konstruktion und Bedienung blind beherrschen. Einen Stock höher befindet sich die Einsatzzentrale und wartet auf das Go der Techniker. Bernhard Seeli hat an seinem Arbeitsplatz alles im Blick und Griff. Er muss mit seinem Kollegen die Flotte koordinieren. Ja, das ist im Prinzip unser Arbeitsalltag. Wir versuchen, die ganzen Aufträge, die wir haben, zeitgerecht und effizient wie möglich abzuarbeiten. Immer unter Berücksichtigung der aktuellen Wettersituation, die wir haben, planen wir unsere Helikopter, die 15 Maschinen umfasst mittlerweile, sowie die Tankfahrzeuge, Personal, Piloten, Flughelfer, Techniker, so ein, dass wir so effizient wie möglich arbeiten, dass wir die ganzen Aufträge, die wir hier sehen, im Prinzip gut abzuarbeiten kommen. Ja. Er muss Aufträge, Anforderungen, Flugstrecken und Spritbedarf in ein System bringen. Bleiben die Hubschrauber länger in der Luft, kommt ein unplanmäßiger Tankstopp und eine Zeitverzögerung dazu. Bernhard Seeli muss solche Zeitfenster, aber auch die unterschiedlichen Maschinen in seinem System einkalkulieren. Hauptsächlich geht es da um die Gewichtsklassen. Also man spricht von einem leichten Mehrzweckhubschrauber, wenn wir unsere Airbus H125 verwenden, die HB3. Ein universell einsetzbarer Hubschrauber, wo je nach Höhen- und temperaturabhängig natürlich irgendwo bei bis 950 Kilogramm fliegen kann. Darüber hinaus haben wir dann eine Bell 205, die mehr hebt, also bis ca. 1500 Kilo. Wird dann viel verwendet für Rollenbatterien, bei Seilbahnstützen, Großbetonagen etc. Und, weiters gibt es dann einfach noch Super Puma und Kamov, die dann bis 4,5-5 Tonnen gehen, wo man dann ganz schwere Gegenstände, also sprich bis zu Hütten, Autos etc. transportieren kann. Jeder Hubschrauber muss einen anderen Auftrag durchführen. Oft ist die Ladung erschwert oder starke Winde verzögern den Transport der Last. Es ist daher viel Erfahrung nötig, für jeden Hubschrauber eine Planung zu erstellen. Wir haben hier im Prinzip unterschiedliche Balken. Jeder dieser Balken, wo blau hinterlegt ist, ist für uns ein Job oder ein Auftrag. Man sieht hier auch Unterschiede in der Größe dieser Balken. Das heißt, der Job geht 6 Stunden, wenn ich zum Beispiel 50 Kubik zu betonieren habe. Oder kleinere Jobs, wenn das nur 2-3 Flüge sind für private Bauern oder Almen. Was auch noch wichtig ist, sind die roten Balken. Das ist für die Technik. Das heißt, das sind Kontrollen, Wartungen, die natürlich auch dementsprechend einzuplanen sind für uns, weil die Maschine jetzt hier in diesem Zeitraum im Prinzip nicht für uns, für den Flugbetrieb zur Verfügung steht, sondern da eben in der Technik abgestellt ist. Man sieht, das ist sehr eng getaktet. Also wir haben vor dieser Wartung einen Job, wir haben direkt anschließend an die Wartung einen Job. Und so ist es unsere Aufgabe, das zu koordinieren, wie wir alles dementsprechend in einen vernünftigen Plan unterbekommen. Und hier kommt selbst der Profi ins Schwitzen. Wie kommen Stars und Promis zu Top-Events, wenn Straßen und Zugänge versperrt oder verstopft sind? Klar, mit dem Heli. Aber nicht mit irgendeinem Transporter, der sonst nur Lasten schleppt. Nein, auch unter den Helikoptern gibt es natürlich auch die Luxusliga.
Und die fliegt zum Beispiel bei Formel-1-Rennen wie hier in Spielberg in Österreich ein. Manche dieser Edelkarossen sind gechartert, einige aber auch im Privatbesitz. Und natürlich zeigt man vor dieser Kulisse gerne mal, was man hat und fliegt. Mit dabei auch das Team von Wucherhelikopter, die diese kleine Armade an Hubschraubern koordiniert. Wenn über 50 Maschinen auf engstem Raum ein- und ausschweben, bedarf es nicht nur bester Organisation und Kommunikation, sondern vor allem Konzentration. Wir sind hier in Spielberg beim großen Preis von Österreich, Formel 1 Rennen. Im Hintergrund seht ihr schon, gerade den Hubschrauber landen. Da befinden wir uns beim Heliport, wo die ganzen Shuttle-Flüge mit Personen und so landen. Das heißt also, wir fliegen Personen von außerhalb im Express mit dem Heli, ohne lange Anreise mit dem Auto, staufrei direkt zum Rennen, wo sie mit dem Shuttle dort direkt zum Ring fliegen. Rund 10 Millionen Euro kosten die Edelkopter, die natürlich mit exquisiter Leder- und Innenausstattung das feine Klientel fast in die Boxengasse einschweben lässt. Auf die Ökobilanz schaut an diesem Wochenende angesichts tausender PS in der Luft und auf der Straße niemand. Man ist gekommen, um zu staunen und sich dem Hightech-Rausch zwischen Himmel und Asphalt hinzugeben. Es ist eine der größten Sportshows unseres Planeten und wird letztlich durch die Flugshow und den enormen logistischen, aber auch materiellen Aufwand gekrönt. Zum Teil, ja, nach dem Rennen kommt ein Rennfahrer mit dem Fahrrad daher schnell, weil er einfach den ganzen Rummel entfliehen will und den ganzen schaulustigen Autogrammjägern und so. Schleicht sich doch mit dem Fahrrad daher und fliegt vom Heli gleich direkt zum Privatjet oder zum nächsten Flughafen. Und ja, also man erlebt immer wieder lustige Momente und lernt interessante Personen kennen. Ja. Es ist auch für die Flughelfer ein besonderer Tag. Sonst beladen sie Zement, Stützen oder Schneekanonen. Heute die High Society aus aller Welt. Daher hat sich die Crew auch in Schale geworfen und fliegt nicht in Sicherheitskleidung. Für das Team gewiss eine spannende und erlebnisreiche Abwechslung. Dennoch steht die Sicherheit an erster Stelle. Wir sind da zuständig für den reibungslosen Ablauf und für den sicheren Ablauf, dass die Gäste sicher von außerhalb zum Renngeschehen kommen können. Was uns wichtig ist, dass alles mit hundertprozentiger Sicherheit abgeht. Das heißt, wir haben Absperrungen getroffen, wir haben eine Feuerwehr da, also alles für die Sicherheit und für die Gäste. Wir besuchen das Rennen. Das ganze Wochenende sind wir da und wir haben uns für Samstag ein bisschen was Spezielles überlegt und wollten unseren Partnern auch einen Blick von oben bieten. Und da bietet sich ein Hubschrauberflug natürlich an und das konnten wir Gott sei Dank buchen und da freuen wir uns schon sehr, weil es wird bald losgehen. Ich bin aufgeregt, weil es ist mein erster Hubschrauberflug. Also geht's gleich los, ja? Im Minutentakt landen die VIP-Shuttle direkt vor der Rennstrecke. Für sie wurde eigens ein Landeplatz mit kompletter Infrastruktur aus dem Boden gestampft. Die Beteiligten müssen ein enormes Erfahrungspotenzial mitbringen, um binnen weniger Stunden Hunderte von Flügen abzuwickeln. Was die Challenge da unten ist, dass sich extrem viele Hubschrauber auf einmal zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Fleck befinden. Und gerade wenn ich denke an Sonntagabend, wenn diese Woche sind jetzt, glaube ich, um die 23 Helis da und es wollen alle mehr oder weniger gleichzeitig weg, dass das alles gut funktioniert, dass sich die nicht in die Quere kommen, ist hauptsächlich die Aufgabe vom Controller über Funk. Aber da müssen wir halt einfach schauen, dass das reibungslos funktioniert, dass da nichts passiert. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, Personenfliegerei ist einfacher als wie die klassische Transportfliegerei. Hinzu kommt der Sicherheitsaspekt und die Tatsache, dass rund um die Strecke 100.000 Menschen mobil sind und die Bedeutung und Absperrung eines Hubschrauberlandeplatzes mit über 30 Helis nicht sofort erkennen und mal schnell mitfliegen wollen. Wichtig ist, dass immer die Kommunikation steht. Ja, super, ne? U6 ist 14:30 oder 15:30?
14:30 Uhr, das war ja schon vorbei. UTC, dann haben wir 15:30 Uhr, 16:30 Uhr. Das da ist nichts anderes als wie ein Streifenpad. Das heißt, ich habe von jeder Maschine so eine Vorplanung, ob er hereinfliegt oder wegfliegt. Und das hilft mir auch, abgesehen davon, dass ich hier kein Radarbild habe, hilft es mir, da ein bisschen einen Überblick zu bekommen, welche Maschine kommt hinein, welche fliegt hinaus und welche Maschine muss ich dann Verkehrsinformationen geben. Hotel Victor, Landing Time 08, Servus dabei. Ja, genau, das ist schon unsere 429er. Dann müssen wir den fragen, ob sie Sprit brauchen. Wahrscheinlich schon. Dann gebe ich das dem Kollegen dadurch. Neben dem Transport muss auch die Betankung koordiniert werden. Hierzu wurde eigens ein Transporter mit Tankwart für das Ereignis zur Verfügung gestellt. Ja, kommt zum Tanken. Okay, gut. Rush Hour am Flugplatz. Der Mann am Schlauch hat heute einiges zu tun und muss sofort wissen, welcher Heli besonders durstig ist und neue Power braucht. Während der Betankung laufen meist noch die Rotoren. Das Abstellen und erneute Anwerfen würde einfach zu viel Zeit kosten. Für den Tankwart allerdings ein Grund, noch behutsamer zu sein. Jetzt haben wir 250 haben wir jetzt getankt, jetzt hat er voll und kann wieder sehr lange fliegen. Ja. Während der Betankung gelten auch internationale Sicherheitsstandards. So müssen zum Beispiel die Türen geschlossen bleiben und es dürfen keine Passagiere an Bord sein. Eine von zahlreichen Auflagen. Jede Betankung vom Hubschrauber wird hier notiert, dann haben wir einen Überblick, wie viel Liter, dass eine Restmenge ist im Tank und auch zur Verrechnung natürlich. Ja. Am Ende waren Tausende von Liter wie im Flug plötzlich weg. Einige der Rennboliden nutzen die Winterzeit für eine spektakuläre Show. Und dafür braucht es natürlich einen Helikopter. Dass die PS-Monster nicht nur auf dem Asphalt, sondern auch auf Schnee und Eis ihre Performance bringen, will man an der bekanntesten Skirennstrecke der Welt beweisen. Sonst stürzen sich wagemutige Rennläufer die legendäre Streif hinab. Heute jagt ein Formel-1-Auto nach Rekorden. Per Hubschrauber kommt der Bolide an den Startplatz eingeflogen, wird wintertauglich gemacht und mit dem Gaspedal die enorme Kraft entfesselt. Auch für diese Snowshow sind die Piloten einsatzbereit und lösen bis auf den Zentimeter das Transportproblem. Ein Rennwagen auf dem Gipfel? Kein Problem. It's Showtime. Wenn es ernst wird, kommen die Männer von der Luftrettung zum Einsatz. Die Zufriedenheit, wenn auch kompliziertere Einsätze gut abgelaufen sind, die ist natürlich extrem intensiv. Binnen Sekunden müssen die Männer beim Signal einsatzbereit sein. Luftrettungsstützpunkt Lech am Arlberg. Die Männer kennen ab jetzt jeden Schritt und Handgriff bis ins Detail. Auf einem Monitor erhalten sie alle wichtigen Informationen. Bereits jetzt kann sich der Pilot Stefan Ganal auf ein mögliches Szenario einstellen. Das ist ganz wichtig, wenn die Mannschaft nicht harmoniert miteinander und nicht die Arbeitsaufteilung genau geregelt ist, dann funktioniert dieses System nicht.
Mit an Bord Unfallarzt Dr. Christian Bürkle. Ich glaube, das ist von jedem von uns die besondere Motivation, um diesen Beruf auszuüben. Nach weniger als einer Minute wird der EC-135 aus dem Hangar geschoben. Wenn das Wetter schlecht wird, dann wird es in der Rettungsfliegerei spannend, weil wir den Doktor so schnell wie möglich zum Patienten bringen möchten. Und das sind unsere Herausforderungen. Die zwei Turbinen mit insgesamt 1380 PS bringen den Rotor in Bewegung. In weniger als drei Minuten muss die Mannschaft in der Luft sein. Geschafft. Gallus 1 macht sich auf den Weg. Bei uns in der Rettungsfliegerei ist es natürlich sehr wichtig, den Arzt so schnell wie möglich zum Patienten zu bringen. Speziell dann, wenn es um das Leben geht. Kurze Zeit später erreicht die Crew den Unfallort oberhalb von Lech auf über 2000 Meter Höhe. Ein junger Mann hat sich bei einer Bergwanderung verletzt. Der Arzt eilt sofort zum Patienten und ist zunächst auf sich alleine gestellt, während Flugretter und Pilot den Transport vorbereiten. Das Spektrum ist sicher größer. Der größte Unterschied ist aber, dass ich im Bodenrettungsdienst mit einer doch deutlich zahlenstärkeren Mannschaft anrücke. Das heißt, ich habe immer 5, 6 Sanitäter plus Notarzt vor Ort plus andere Einsatzkräfte. Am Berg, wenn eine Person am Wanderweg abstürzt, dann rücken wir zu dritt an. Wir sind dort in wenigen Minuten in aller Regel, was einfach die Anforderungen an uns noch einmal erhöht. Liegende Abtransport bei offener Unterschenkelfraktur müssen wir liegend transportieren. Ja, haben wir verstanden. Auf der Rauch. Während der Arzt die Erstversorgung und lebensrettenden Maßnahmen vornimmt, bereitet der Flugretter die Montage des Transportseils vor. Unser Aufgabenbereich im Cockpit: Wir unterstützen den Piloten in Sachen Funk, Navigation und dann natürlich auch bei verschiedenen Notverfahren. Der Flugretter muss nebenbei noch ein ausgebildeter Bergrettungsmann sein, dann ist auch ein sehr, sehr großer Aufgabenbereich die Assistenz des Notarztes. Also alle Flugretter müssen Notfallsanitäter sein. Somit ist eigentlich der Flugretter, der Allroundler, an Bord. Und komplett schwindelfrei und durchaus mutig. Er ist das Bindeglied zwischen Pilot und Arzt. Der Mediziner muss oft unter angespannten Bedingungen arbeiten. Wir haben durch das, dass es bei uns dann doch, wenn man Seilbergung macht, einfach zügig gehen muss, hat man nicht die Zeit, jemanden eine halbe Stunde davor aufzuklären, was jetzt kommen wird. Das heißt, uns muss es gelingen, in kurzer Zeit natürlich ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Kannst du dich erinnern, was da passiert ist, Moritz? Oh, nicht wirklich. Das letzte Mal, was ich weiß, da war so ein kurzer Abfang und nachher ist ein Blick voll. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass man sich vorstellt, dass man Kinder mit dem Vornamen anspricht, dass man natürlich eine professionelle Distanz wahrt, aber trotzdem versucht, Vertrauen aufzubauen und den Menschen zu vermitteln: Hör zu, ich weiß, dass das jetzt eine sehr stressige Situation für dich ist, und Zuversicht auszustrahlen, das wird gut gehen. Wir werden dich sicher dorthin bringen, wo man die Verletzung gut behandeln kann, die du hast. Ja, bereit, wir sind bereit. Okay, kannst du mal beide Hände. In der Zwischenzeit schwebt der Flugretter mit dem Seil ein. Jeder kennt den Handgriff des anderen und jeder ist auf Augenhöhe. Alle finden ihre Rolle und bestehen im Zusammenspiel. Das wird nicht funktionieren, wenn einer alleine der Chef spielt. Es ist klar, dass in medizinischen Belangen der Notarzt entscheidet, wo es hingeht. Es ist klar, dass aber ich nicht eine Klinik auswählen kann, die der Pilot bei aufziehendem Gewitter nicht anfliegen kann. Insofern geht es in allen Entscheidungen, die wir treffen, fliegerische, rettungstechnische und medizinische, immer um einen Teamentscheid. Der Zustand des Patienten kann sich immer wieder verändern. Deshalb gilt es, ihn zügig vom Unfallort zu bringen. Er wird in eine Vakuummatratze gelegt, wodurch das verletzte Bein fixiert wird und keine weiteren Schäden entstehen.
Mit drei Personen am Seil gilt besondere Aufmerksamkeit für den Piloten. Wenn wir mit Außenlast fliegen oder wenn wir die Leute am Tau zum Patienten bringen, dann ist natürlich dieser siebte Sinn des Hubschraubers zu fliegen ganz, ganz wichtig. Und ja, wir haben Minimum Erfahrung von 2000 Flugstunden, dass wir in die Rettungsfliegerei dürfen, kommen. Und das ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig für den Rettungspilot. Wichtig ist auch, dem Patienten das Gefühl der Sicherheit zu geben und Panik und Angst zu nehmen. Mit routinierter Ruhe fliegen die Retter in Richtung Klinik zur weiteren Versorgung. Insgesamt hat der Einsatz weniger als 20 Minuten gedauert. Zeit rettet Leben. Mit dem steigenden Tourismus in den Alpen steigt auch die Anzahl der Rettungseinsätze. Gerade an Wochenenden müssen die Retter mehrfach abheben und höchst konzentriert sein. Und das ist natürlich ganz wichtig, ruhig zu bleiben und diese Situation richtig abzuhandeln, aber auch natürlich zu wissen, wann es gefährlich wird und wann man den Einsatz auch nicht mehr fliegen kann, um die Crew nicht zu bedrohen. Der Arzt reflektiert steigende Rettungseinsätze. Unsere Gegend lebt vom Tourismus. Tourismus bringt Menschen ins Gebirge, das soll auch so sein, das dient auch der Volksgesundheit. Dass dann natürlich was passiert, dann gibt es auch eine gewisse Verantwortung von der Gesellschaft, dass dann auch die Versorgung entsprechend passt. Man kann nicht Seilbahnen bauen und Menschen ins Gebirge bringen und dann sozusagen nicht gerüstet sein, wenn dort oben was passiert. Das heißt, es ist so eine wechselseitige Verantwortlichkeit. Viele Einsätze können durch die richtige Ausrüstung, aber vor allem Vernunft vermieden werden. Im Ernstfall aber sind diese Jungs da und holen dich raus. Dafür haben sie unseren Respekt. In Kitzbühel bereitet man sich auf die nächste Skisaison vor. Und das nötige weiße Gold fällt nicht mehr nur vom Himmel, sondern wird aus großen Kanonen gesprüht. Über 1200 dieser Hightech-Geräte müssen per LKW, aber vor allem per Heli, an ihren richtigen Platz transportiert werden. Die Crew wird hierbei von den Mitarbeitern der Bergbahn unterstützt. Für den Piloten absolute Millimeterarbeit. Schwebend muss er das Fundament treffen, damit die Kanone fixiert und von Schneemeisterin Angela Hölzel an die Wasserleitung angedockt werden kann. Wir starten eben mit Ende September, Anfang Oktober, die Kanonen hinzustellen. Und da werden sie eben aus ihrem Sommerlager geholt und dann hingefahren zu ihrem jeweiligen Schacht. Werden dann angeschlossen und jeder Schacht hat eine Nummer. Und diese Nummer ist auch hinterlegt, die müssen wir dann händisch eingeben in die Kanone. Wir können sie dann starten über eigenes Programm. Also wir wissen eigentlich im Winter, im Schneibetrieb, wo welche Kanone läuft. Im Einsatz ist ein Eurocopter AS-350. Hier fliegt auch ein Weltrekordler. Im Jahr 2005 landete dieser Typ auf dem Mount Everest. Natürlich ohne Passagiere und Sitze.
Fünf Jahre später rettete der AS-350 drei Passagiere aus 7000 Metern im Himalaya das Leben. Mehr geht nicht. Es geht um das Gewicht. Dann steht dieser Brocken ganz weit oben. Die Kamov K32 ist ein Kraftwunder und ihre Erscheinung ist fast schon furchteinflößend. Über 5 Meter ragt der fliegende Koloss in den Himmel. Und wenn er abhebt, sorgen 4400 PS aus 2 Turbinen für entsprechenden Dampf unter den Rotoren. Der Heli russischer Bauart zeichnet sich vor allem durch seine bullige Erscheinung, aber vor allem seine robuste Technik aus. Daher kommt der Hubschrauber neben alpinem Terrain auch auf Bohrinseln zum Einsatz. Also das Besondere an diesem Heli ist sicher, dass wir sehr schwere Lasten bis 5 Tonnen heben können. Die 5 Tonnen sind natürlich nur auf Meereshöhe oder bei sehr kühleren Temperaturen möglich. So was wir heute geflogen haben, das sind etwa so 3,5 Tonnen, sind dann schon das Maximum, auch von den Temperaturen und von der Höhe her. Ja, da, wir sind immer zu zweit im Cockpit. Das ist Vorschrift für eine Zertifizierung des Hubschraubers. Und wir haben einen Doppel, also einen Doppelrotor, keinen Heckrotor. Die ganze Kraft kann auf die Hubkraft übertragen werden. Also wir verlieren keine Kraft durch den Heckrotor und können deshalb auch sehr hohe Lasten fliegen. Trotz ihres Gewichts von fast 7 Tonnen und einer möglichen Nutzlast von 5 Tonnen könnte sich der Heli bis auf 6000 Meter hinaufschrauben. Das Eigengewicht der Kamov bringt zudem den Vorteil mit, dass sie nicht so windanfällig ist und stabiler in der Luft liegt, wovon die Piloten profitieren. Also wir sind zu zweit. Derjenige, der fliegt, die Lasten fliegt, der sitzt auf der Gegenüberseite und schaut dann dementsprechend auch aus dem Fenster aus seiner Seite raus. Der andere, der nicht fliegt, der überwacht die Instrumente, gibt die Gewichte an und gibt sehr hilfreiche Informationen, wie zum Beispiel Temperaturen der Triebwerke und andere Sachen, zum Beispiel Verkehr in der Luft, solche Sachen. Die Kamov 32 ist derart robust gebaut, dass sie auch zu Rettungseinsätzen in der Arktis bei Extremtemperaturen eingesetzt wird. Und hier 2014 die Besatzung eines Eisbrechers aus dem Packeis gerettet hat. Insofern sind diese Einsätze in Österreich gerade mal Aufwärmübungen für die alte Dame. Es sind die fliegenden Alleskönner rund um den Erdball und ein elementarer Bestandteil unserer Mobilität. Inzwischen werden auch Hubschrauber mit Elektroantrieb entwickelt. Ein wichtiger Meilenstein und Beleg dafür, dass die Zukunft noch nicht am Ende ist.